Mit der 1290 Super Duke hat das EATV-Team um Clemens Eicker das aktuelle Top-Naked-Bike der österreichischen Sportbikeschmiede in ein Quad umgewandelt. Theoretisch ganz einfach. Im Prinzip wurde das Motorrad genommen. Statt der Gabel an der Vorderhand und der Schwinge hinten wurden zweispurige Führungen verbaut. Ganz so einfach, wie es sich hier anhören mag, ist die Sache freilich nicht. Zumal die moderne Motorradelektronik hier neben umfassenden mechanischen Lösungen auch eine entsprechende Steuerung verlangt, ohne die ABS, Traktionskontrolle und Co. nicht funktionieren würden. Und das beim 2018er Modell noch mehr als beim 2017er. Schließlich tritt die neue mit erweiterten elektronischen Helfern an, darunter eine Shifter-Schaltung, welche die Verwendung des Kupplungshebels erübrigt. Kein Wunder also, dass der EATV-Umbau gegenüber dem Naked Bike mit einem Aufpreis von rund 15.300 Euro auf nicht weniger als 34.900 Euro kommt. Was ist denn das eigentlich Neue jetzt an den Super Dukes? Tja, neu an den Super Dukes ist natürlich, dass wir die Technik, die KTM uns schon vorgegeben hat, mit Traktionskontrolle, Wheelie Control, Regenmodus, ABS, alles was wir haben, auch fast bei uns, fast alles funktioniert. Ne? Wir probieren alles davon zu übernehmen und bieten den Kunden natürlich ein Hightech-Gerät, wo die richtig Spaß mit haben. Das Ergebnis fasziniert. Mit der 1290 Super Duke hat EATV ein Quad auf die Räder gestellt, das sich mit entsprechendem fahrerischen Geschick in weniger als 3 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen lässt und einen Topspeed von 218 km/h erreicht. Wichtiger als dies erscheint allerdings die Alltagstauglichkeit der 1290 Super Duke. Spielerisch lässt sich das Quad über kurvige Landstraßen scheuchen, auch wenn der Wendekreis mit starken 7,8 Metern beim Rangieren eine gewisse Voraussicht erfordert. Einen umfassenden Test der EATV 1290 Super Duke gibt's in ATV und Quad Magazin 2018-19.